Schönen guten Abend, meine Abonnenten. Ja, ich habe heute mit meiner Frau ein bisschen unterhalten. Ja, wegen die Schule wechseln, die Arbeitsgebiet zu wechseln. Ja, wenn ich das höre, was hier abläuft, ja. Ja, ich habe immer gedacht, bisschen an die Brieftaschen zu füllen, ist gut. Ihr weißt, was ich damit meinte und so. Korruption, ja. Es ist ja nur traurig, was man hier so unter den Tisch alles so die Taschen gefüllt wird. Von kleinen Männern, die alle oben sitzen, dass die von kleinen Leuten Geld abzocken. Ja, das gibt Möglichkeiten. Und das kommt mir manchmal auch so vor. Willst du befördert werden? Pack Geld hin. Ist das korrekt? Ich finde das nicht. Ich habe in so viele Länder gearbeitet und gelebt teilweise. Auch Amerika, auch Deutschland ist korrupt. Aber was hier an Korruptheit ist in Thailand, da fällt ja mir die Socken weg. Und das ist noch so öffentlich. Und da frage ich mich nun eigentlich, wenn ich mal auch so die Zeitung lesen, was hier an Korruptheit ist. Und was machen die anderen alle? Das ist die Frage. Und die Leute unternehmen ja nichts. Ist ja kein Wunder. Die Reichen sind ja nicht umsonst reich geworden. Das heißt immer, für mich ist das immer so, es gibt ehrliche Reichen und Reichen, die anderen den betrügen. Ja, und das glaube ich, das ist bei den ganzen Ämtern hier oben, dass die einen betrügen. Das ist das. Da kann ich eine größere Geschichte erzählen, was ich erlebt habe. Da bist du auch am Überlegen, zahlst du oder zahlst du nicht, ja. Das mit der Schule wechseln, das ist ein Komitee, die entscheiden das und so. Ja, bezahlst du, wirst du schneller gehen. Bezahlst du nicht, kannst du warten. 2, 3 Jahre. Da frage ich mich das eigentlich, das ist doch nicht normal. In Deutschland, wenn ich da bei der Behörde gewechselt habe, da kannst du bewerben, wenn ein Platz frei ist. Oder da wird ein Platz hier frei. Oder die suchen einen. Dann hast du kein Problem. Und wenn du die Voraussetzung hast, dann kannst du. Ich habe bei der Behörde 3 Bezirke gewechselt, dass ich dichter an mein Haus bin oder mein Wohnort. Aber hier musst du schon die Brieftaschen von den anderen füllen. Ist das normal in Thailand? Aber nicht so. Und dann ist das ein Monatsgehalt bis 1,5 Monatsgehälter von einem Lehrer. Das heißt 30.000 aufwärts. Nee, nee. Das ist jetzt Schluss. Ich habe schon einmal was bezahlt, aber nicht so. Nicht so. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Und das ist nicht nur die Behörde. Es gibt mehrere Behörden, die das machen so. Und ich verweigere das, denn sonst muss meine Frau eben 1, 2 Jahre warten für einen Umzug. Das habe ich gesagt, das mache ich nicht mit. Das ist ja schon Wucher. Das heißt praktisch, ich fülle oben die Leuten die Taschen mit dem Geld wegen Umzug. Das ist nicht normal. Und die Zeitungen, die unternehmen auch nichts und den Fernseher, aber zeigen jeden Scheiß. Aber was an andere Börsen gefüllt wird, das zeigen sie nicht, weil die auf den Finger geklopft werden. Tja, so wird das Volk unterdrückt und so. Die alle oben stehen, die füllen sich die Taschen und das kleine Mann soll bluten. So ist das Leben hier in Thailand. Tja. Nur ich habe meine Frau gesagt, ich bezahle das nicht. Das ist jetzt Feierabend. Das heißt praktisch, du bezahlst für eine Arbeit, was du an der Arbeit gut machst und tust schon viel für die Schule und so. Und dann sollst du bezahlen, damit er schneller geht zum Wechsel. Nein, das ist keine Ehrlichkeit. Das ist erniedrigend an das Volk, sage ich. Aber ich sag mal auch so, da kann der Deutsche auch was unternehmen. So wenn der eine nach München geht und da nichts bezahlt und so, das erlauben sie. Da sollen sie das Haus wegnehmen. Wenn ich meine Steuern nicht bezahle, ist mein Haus weg. Da schicken sie noch einen hier Gerichtspolizier von Zollamt so ungefähr und so. Alles, was Staatsschulden ist, beim kleinen Mann ziehen sie ab, aber wenn ein anderer kommt, der ein bisschen Geld hat und macht, da lassen sie warten, das ist auch nicht korrekt in Deutschland. Ja, man kann sagen,
Wenn man hier die Augen aufmacht, dann sieht man das ein bisschen mehr. Besonders wenn einer auch eine Beamten ist und in Verhältnisse, wie das da abläuft. Es ist traurig, sag ich. Traurig, traurig, traurig. Da möchte ich nicht mal wissen, wo andere noch Gelder abgezockt werden. Ja, das will ich nicht ganz wissen. Nur, es ist kein Land mehr, keine Ehrlichkeit hier und so. Zwar ist es ein schönes Land, aber wenn das schon so ist, das ist ja hier nur Abzocke. Und das ist keine Lebensqualität mehr. Tja. Was sagt ihr dazu? Schreibt mir mehr dazu und so. Schade, dass ich sowas auch sehen tue nach eineinhalb Jahren, wo ich hier stehe. Vorher habe ich das ein bisschen gewusst, aber dass das so schlimm ist, das habe ich gar nicht gewusst. Tja. Und das System von Schulsystem ist so veraltet hier in Thailand. Das wollen sie ja nicht mehr ändern. Viele Lehrer wollen das gerne ändern, aber die waren schon auf der Straße. Aber die Regierung macht nichts. Genauso, meine Frau kriegt nur ein Budget im Jahr 2000 Baht. Da macht sie viel für die Kinder, druckt sie das aus und so, damit die Kinder lernen. Und dann habe ich gesagt, warum musst du die Patronen kaufen? Das sind ja 1000 Baht, was du kaufst. Mindestens dreimal im Jahr kaufst du Patronen, sind 3000 Baht im Jahr. Schreib das in der Schule ab. Da sagt sie, sie kriegen pro halbes Jahr nur 1000 Baht. Da habe ich gesagt, was willst du denn davon kaufen? Und dann heißt das praktisch, das ganze Zeit, was du gekauft hast, so, ist das von dein oder mein Geld gewesen? Das ist nicht korrekt, sag ich denn. Und dann sollst du die Kinder was beibringen, wenn die nicht so gut sind und das nicht besser selbst, dann kriegst du einen auf den Deckel. Da sag ich, das ist nicht normal mehr. Und so. Ja. Man kriegt immer ein bisschen mehr raus, so wenn einer bei der Behörde arbeitet, wie das alles abläuft. Da sag ich traurig, traurig, traurig. Dann heißt das, andere Leute muss noch spenden, damit die Kinder was lernen können. Es ist nichts Schönes mehr. Jetzt weiß ich auch, wo mein Geld immer geblieben ist. So. Nee, ich werde nichts mehr spenden von meinem Geld, weil das ist nicht mehr korrekt. Da soll der Staat aufkommen für die Schule. Oder die oben sitzen sollen mal selbst was spenden, damit die Kinder was haben. Es gibt viele Kinder hier, die leben in Armut. Und kommen mit kaputten Uniformen an, weil sie kein Geld haben, neue Uniformen zu kaufen. Das ist traurig. Oder müssen die Uniform von den Schwestern oder Brüdern nehmen. Tja, so ist das in Thailand. Ja. Und Socken gehen auch schnell kaputt, weil sie immer die Schuhe ausziehen müssen und so. Und dann laufen sie mit den Socken rum. Da kannst du sagen, 3-4 Socken brauchen sie im Jahr. Ja, dafür hat das auch kein Geld für die Regierung, aber der andere lebt ja in Saus und Braus, aber tut nichts fürs Volk so ungefähr. Ich sag nächstes Mal, tu das nicht und das ist fertig. Da muss eben meine Frau ein Jahr warten. Das ist jetzt zu viel. Kleines Trinkgeld würde ich gerne bezahlen, aber nicht solche Summen. Das wird ja immer mehr und frecher. Das heißt, du gibst den kleinen Finger, da wollen sie gleich den ganzen Hand haben. Wenn sie wissen, du bist ein Ausländer, dann wollen sie noch mehr haben. So habe ich das Gefühl. Und das sind sie alle die obersten 10.000. Ja. Wie heißt das immer? Die armen Thais, die armen Thais. Ja, aber was ich innerhalb von 7 Jahren jetzt so sehe, wie viel teure Schlitten hier rumfahren mit einem BMW, Mercedes, das habe ich vor 7 Jahren nicht so viel gesehen wie jetzt und so. Und immer mehr neue Auto. Da wird der eine beschissen wie der andere. Ja, so ist das Leben. Ja, schreibt mir ein Thema dazu, was ihr sagen wollt dazu. Und soll man das Geld geben, damit man das wechselt, die Schule, oder soll man es nicht geben? Das ist die Frage. Nach meinem Einverständnis ist, man soll das nicht unterstützen. Man soll dagegen kämpfen, gegen sowas. Schreibt mal dazu, was ihr sagen wollt. Dann möchte ich einen schönen Abend wünschen.